Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elden Ring. Ich habe gesagt, wir gehen jetzt da hinten, jetzt im Schnelldurchlauf hoffentlich diesen ganzen See mal endlich fertig abschließen. Weil ich habe echt gar keinen Bock mehr auf dieses Gebiet hier. Und naja, danach gehen wir wahrscheinlich dann diesen Bergzipfel da entlang. Oder? Wobei mich die Akademie auch ein bisschen reizen will, ne? Bin ich ja ehrlich, du. Ne, wir gehen trotzdem erst den Bergzipfel da oben entlang. Kannst du bitte weggehen? Bleib hier, du Arschvieh. Oh. Hä, eine Gnade? Warum ist denn hier eine Gnade? Wir sind doch gerade mal 5 Meter gelaufen. Wie unnötig. Hä, wie unnötig? Kannst du jetzt bitte mal weggehen? Mann. Aber danke, du hast mir das gezeigt. Cool. Tunnel voraus und ein wertvolles Objekt. Das ist mein wertvoller Hinweis. Ach, so ein Spasti ist das. Ach, nee. So. Kriegsasche, Schildschlag. Oh. Will ich ihn damit? So. Dann gehen wir zum ersten Punkt. Aber weißt du was, ganz ehrlich, ich will mal eine Sache wissen. Wenn ich in den See durchgegangen bin, wo gehe ich danach hin? Weil es gibt hier so viele Gebiete, wo wir hingehen können aktuell. Mal ganz abgesehen davon, dass hier rechts noch ein komplettes Gebiet ist. Das lassen wir erstmal komplett stehen, ja? Also, das ist jetzt... Da unten dieses komische rote Kackding, da lassen wir erstmal sein. Ich würde sagen, wir machen als nächstes nach dem See nämlich mal diesen ganzen Berg hier fertig. Weil der ist ja hier abgeschnitten, weißt du? Da ist ja quasi der Baum und so weiter. Das heißt, wir können erstmal diesen ganzen Käse hier oben machen. Hm. Wobei das ja auch ein interessantes Gebiet wäre, ne? Dieser ganze Strich da. Was mich halt ein bisschen stört ist, diese Flammendinger da zeigen in die Richtung. Und ich kann mir gut vorstellen, dass hier ein Teleporter drin ist. In diesen Dingern irgendwo. Oder hier beim Brunnen vielleicht auch. Und ich dann da oben hinkomme oder so. Weil es ist ziemlich weit weg. Und das letzte Mal, wo uns das passiert ist, war ja hier. Da sind wir von hier aus dahin teleportiert worden. Das war auch in der Ecke von der Karte. Weißt du, ich meine? Mal probieren einfach dann. Aber ich glaube, ich gehe zuerst in die Akademie rein, dass wir die schon mal abschließen, weil irgendwie sieht die mir... Die ist schon sehr reizend. Ich will die eigentlich echt mal gerne sehen, ohne Witz. Weißt du, wir gehen die ganze Zeit außen rum davon, aber nie rein. Hallo, Jungs. Oh. Hier sind viele von euch. Cool, ich habe es mit Y versucht einzusammeln. Ging nicht, weil ich gerade am Springen war. Danke. Alter, sind das viele? Batz! Der kriegt eine mit. Ist hier oben noch irgendwas? Puh. Alter, viele... Viele von diesen Kackviechern auf jeden Fall. Die können aber halt alle nichts. Oh, ein Item. Ah, ein Steinschlüssel. Nett. Ich glaube übrigens, dass das nur Rauch ist, was er macht. Also, dass das wirklich gar nichts mit Damage oder so zu tun hat oder irgendeine Taktik ist, sondern das ist echt nur Rauch. Was das Ganze irgendwie ein bisschen lame macht. Aber hey. Ne! Das sind die aus dem Ladebildschirm. Ich hab irgendwie gerade wegen größer. Yo, okay. Die hab ich mir irgendwie größer vorgestellt. Das Bild hat die aber auch echt größer wirken lassen, du. Bin ich ehrlich, du. Naja, lass ihn dir mal stehen. Wo bin ich eigentlich gerade? Ach Gott. Hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ich gehe mal ganz kurz zu meinem zweiten markierten Punkt wieder zurück. Ob hier draußen noch irgendwas ist. Ja, nichts.
Ein großer Hauch nichts mit ein bisschen von, null. Komma. Oh! Da ist eine Gnade. Also Gnaden gibt es in diesem Wassergebiet hier echt tausende, ne? Aber gefühlt alle unnötig. Naja. Besser als gar keine Gnade. Muss man auch mal so sehen. Gehen wir nochmal ganz kurz da reingucken, ob da irgendwas Sinnvolles drin ist. Bezweifle ich ein bisschen, aber man kann ja mal ein bisschen gucken. Oh nee, wer war ich sogar schon, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Naja. Da kam ein Typ raus. Okay. Soll er da mal wandern? Ach, die versprühen Gift. Ja, dann ist okay. War ich hier noch nicht? Ne, hier war ich noch nicht. Wo führst du mich hin? Bitte sag mir jetzt nicht, dass es zu krass wird. Oder war ich hier schon drin? Nee, oder? Bin ich mal hingelaufen? Nee, ich glaube nicht. Nee, doch, da war ich schon dran, ne? Ah, oh, das ist eine Gnade. Lol. Natürlich, was auch sonst. Ich sag's euch, eine Gnade nach der nächsten. Ah, lol. Wir sollen da sogar richtig hin, ne? Ich sag's doch. Ich hab's dir doch gesagt. Das bringt uns dahin. Ich sag's dir, von hier aus kommen wir bestimmt in diese Kackecke da oben rein. Ich will trotzdem die anderen Punkte noch kurz erkunden, bevor wir das abschließen und unten auf den Berg gehen. Und dann gehe ich auch in die Akademie rein, weil die reizt mich auch übel. Oder? Nee, ich mache erst Landstriche. Ach, nicht entscheide ich ihn schon spontan. Ich weiß es nicht. Markierung da. Ich finde diese Bäume, die da so oben sind, das ist so krass beeindruckend, dieser Ausblick von denen. Auf die, nicht von denen. So cool. So, hier muss ja noch irgendwo noch mal eine normale Höhle sein. Weil wir hatten dieses eine, wie heißen die Teile eigentlich? Diese komischen Pfähle, die im Boden stecken da. Wo der alte Mann dann rauskommt, der dann uns dann so ganz langsam zu einer Höhle führt. Was ist denn hier los? Wo bin ich? Ah ja, okay. Alles klar, das ist okay. Warum ist da eine Nachricht bei dir? Leiden voraus. Ja. Ist das Interessantes bei euch? Nee, ne? Ich meine, ich warte jetzt hier eigentlich auch gar nichts, wenn ich ganz ehrlich bin. Alter! Das sind viele. Aber hier ist halt nichts. Nö. Hm. Hey, Leute, da sind die Ritter wieder da. Alle von denen. Cool. Hat sich auch nicht gelohnt, die zu töten irgendwie, ne? Benötigt das Objekt voraus. Hätte ich schon ein Riesaberloch. Okay. Zwei Nachrichten auf einmal. Entweder sind beide einfach nur witzig oder das ist tatsächlich was. So. Dann. Ach komm, verpiss dich. Och nee. So, was kannst du denn? Ja, das stecke ich halt eben ab.
Dein Ernst? Jetzt kommst du? Assi. Weißt du was? Hier, komm, fick dich. Guck mal, wie wir Auto irgendwann haben. Wie geil es aussieht. Wieso darf ich ihn jetzt nicht nutzen? Licht? Oder ist es, weil ich die Hülle schon gefunden habe? Oh, der hätte uns wahrscheinlich zu der geführt, wa? Eine andere Erklärung fällt mir nicht ein. Deswegen ist sie jetzt auch weg, weil wir die schon gefunden haben. Das macht Sinn. Dann haben wir den See fertig, ne? Boah, Gott bless, Alter. Damit ist der See ganz abgeschlossen. Mehr gibt's nicht zu entdecken hier. Puh. Gott sei Dank, ey. Das war aber auch echt ein ekliges Gebiet. Also, sind wir mal ganz ehrlich. So, nächster Schritt, den wir machen, ist dieser Berg. Das heißt, wir begeben uns zum Seeufer von Liurnia, geben ein bisschen von unserem Geld für ein paar Pfeile aus. Wir brauchen nämlich einige mal auf Vorrat. Wir verschießen die nämlich halt wie Pfeile. Ist das dumm? So, nochmal ganz kurz hier auffüllen. Es sind 1600 Runen. Also sehr wertvolle 80 Pfeile. So, jetzt haben wir 500 Stück. Das sollte erstmal reichen. So, da oben war ja so ein kleines Sprungpad. Wenn ich mich da jetzt recht entsinne. So. Alter, fliegen wir hoch. Das war höher, als ich gedacht habe. Hi. Boah, wir sind mal wieder in einem normalen Gebiet. Ich fasse es nicht. Es ist so schön hell erleuchtet und mal nicht so absolut hässlich und nebelig. Hatten wir den geschafft oder noch nicht? Ich bin mir da überhaupt nicht sicher. Den habe ich gemacht gehabt, ne? Hä? Ja, den habe ich gemacht gehabt. Was war das denn da gerade für ein Dings? Da ist ja ein ganzes Lager. Achso, da bin ich runtergekommen. Lol. Ich finde, ich muss noch mal das Spiel loben, ja? Überall, wo du hingucken kannst, kannst du hingehen. Es ist so krass einfach. Ohne Scheiß. Okay, gut, dann gehen wir mal weiter. Boah, endlich mal wieder ein gutes Gebiet. Starke Leistung. Tja, ja, machst du nichts. Jungs, bitte. What the fuck? Okay. Lol, was tut er denn? Ja, safe, Junge. Okay, ich muss mich echt ein bisschen entschuldigen bei euch, ne? Ihr könnt ja doch ein bisschen was. Hätte ich euch nicht gegeben. Krass. Ah, da kamen jetzt auf jeden Fall ein paar an von denen. Hätte ich nicht erwartet. Gruppe voraus, aber hatte nicht erwartet, dass schwacher Feind. Also ich finde jetzt nicht schwacher Feind, die waren jetzt... Also in der Gruppe und Blutverlust zusammen kann schon echt böse enden. Also jetzt mal ganz ehrlich. Gerade wenn man von denen nur ein bisschen übermannt wird hier, bist du am Sack. Also nicht schlecht. Übrigens links. Okay.
Ich will mal ganz zu, ob hier irgendwas ist, so. So, okay. Alles klar. Dann haben wir unsere andere Flasche auch wieder bekommen. Sehr nett. War nur drei. Okay, mehr nicht. Da hast du da was zum Anvisieren. Ihr seid ja eigentlich wortwörtlich ein Buschvolk, ne? Alter. Und wie jeder Gegner in diesem Spiel seid ihr übelst agil. Das ist halt auch echt ein Phänomen, ne? Alle Gegner, egal wie groß oder schwerlastig, sind ja einfach nur die übertriebensten Athleten, ey. Oh, wo kommst du denn her? Okay. Todesversuchen. Nö, ich hab da jetzt eigentlich nicht so Bock runterzuspringen. Aber danke für den Vorschlag. Nimm ich zu Herzen. Oh mein Gott, es sieht so schön aus. Besessenes Wesen vorausgesagt, kurz gesagt, Vorsicht vor Insekt. Okay. Hier sieht das so fantastisch aus, das Gebiet, ne? Und dann unten diesen Nebel, wenn ich ihn jetzt schon wieder sehe, ne? Ich bin gerade nur ein bisschen verwirrt. Man hätte da hochlaufen können einfach. Wie komme ich denn dann hier oben drauf? Hä? So, zwei Stück. Sehr schön. Ein paar Federn. Ach, guten Tag, Junge. Oh, den hat's in Flug erwischt. Belastend, Mann. Ballistenbolzen. Wie die mir in den Hinterhalt stellen wollten. Kleine Schweine. Boah, wie froh bin ich, dass ich diesen Kacksee nicht mehr besuchen muss, ne? Alter, das war aber auch jetzt wirklich lange, ne? Also ohne Scheiß. Das wird jetzt echt gute 15 Folgen, was ich da drin war, gefühlt. Ah, es sind viele. Angriff! Lol, ist die ausgewichen? In die Fräse. Stark. Auch wenn die schwach sind, aber ich glaube, in der Gruppe sind die echt böse. Sie machen wir lieber alle mit dem Bogen. Einzeln weg. Ja, der hätte ein bisschen mehr aus, habe ich mir schon gedacht. Geil. Dankeschön. So, ich würde trotzdem sagen, dass man Fernkampf lieber nutzen sollte. Das mache ich jetzt hier in den Nachrichten. Probiere Nahkampf, Fernkampf. Ja, das ist okay, aber ich würde trotzdem hier in den Nachrichten setzen mit Vorsicht, ne? Und so. Kampftaktiken, Fernkampf, versuchen. Ganz simpel. Ohne dicke fette Geste, ohne irgendwas, ist jetzt nur, hey, baller sie weg und gut ist. Ein paar Knochen, die wir mitnehmen, immer eine gute Sache. Bin wieder viel zu schnell unterwegs hier. Sorry, auch wenn du dich verstecken wolltest, ist nicht drin. Kristallfreund. Der kriegt... Irgendwo hier in so einem Kackbusch ist eine Pflanze. Kristall! Und er kriegt 11 Upvotes? Ich fühle mich da echt ein bisschen ungerecht behandelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Alter. Ich bin zu schnell unterwegs. Eine Scheibe Fleisch. Lecker. Oh Leute, hat er was gedroppt? Der Morgia.
Ein Smetterling. Oh, hier sind ein paar Schädel. Ah, hallo. Hihihi, putz. Hihihi, putz. Hihihi, putz. Nein, du kassierst richtig. So. Einen Schub nehmen, weil wir müssen gleich voll heilen können, weil wir kriegen ja eh eine Flasche geschenkt. Oh, die ist aber ganz kurz plötzlich sprintig geworden, ne? Die Oma. Die klingt zumindest ein bisschen wie Omas und verhalten sich irgendwie so ein bisschen danach. Naja. Geräuchertes, gesprenkeltes Fleisch, aha. Gebetbuch der Feuermönche, lol. Okay, das war jetzt unerwartet. Gebetbuch der Feuermönche. Wo ist es denn? Da. Gib dies einem studierenden Kleriker. Wer ist ein studierender Kleriker hier irgendwo? Haben wir ihn schon mal gesehen? Mir fällt gerade keiner ein. Um neue Anrufungen zu erlernen. Hm. Ein Gebetsbuch der Feuermönche, die von den Berggipfeln der Riesen hoch im Norden kamen, kann einem studierten Kleriker übergeben werden, um Zugang zu folgenden Aufrufungen zu erhalten. O Flamme, Woge, O Flamme. Aha. Krass. Feuer, sporne mich an. Eine Geste. Das ist richtig. Und tatsächlich haben wir hier einen Zugang gehabt zum Wasser. Habe ich irgendwie gar nicht gesehen, ne? Hm. Wir lassen das jetzt nur. Wie komme ich nach ganz oben? Die nehme ich alle mit, weil die ganzen Knochen sind doch sehr wertvoll für uns tatsächlich. Vielen Dank. Oh, drei. Oh, hat der einer drei gegeben? Ich habe gesehen. Lecker, lecker. Gehen wir mal ganz kurz nach da ganz oben. Ach, natürlich ein paar Fledermäuse. Klassiker. Lol. War der gerade One-Hit? Schmeckt? Batz, Junge. Geil, Mann. Oh, hier ist ein bisschen der Knochengedönse. Mhm. Weißt du, ich würde euch eigentlich gar nicht so gerne töten wollen hier, aber es bleibt mir halt nichts anderes übrig. Ihr seid einfach zu wertvoll. Hier ist nichts. Danke. Ah, Gras, hätte ich nur ein Feuer. Ist ja eine schöne Ecke hier. Tja, schade. Wie viele sind denn hier bitte gestorben? Alter, sind da viele runtergefallen. Junge, Junge. Ich weiß nicht, wie es in Elden Ring läuft, aber ich dachte immer so, die Mechanik von den Blutflecken ist so, dass da aktuell Seelen von irgendwem oder Runen halt von irgendwem liegen. Das heißt, bei mir zum Beispiel, mein Blutfleck jetzt gerade im Moment liegt halt da. Das heißt, die Blutflecken, die hier sind, das sind quasi die Runen, die da liegen, die noch nicht wieder eingesammelt wurden. Ist das hier auch so? Weil wenn ja, dann... Heilige Scheiße, sind die da alle draufgegangen? Wie bitter. Meine kleine Frage, wo geht's da hoch? Meine Vermutung jetzt wäre natürlich, wenn es da nicht hochgeht, müssen wir wahrscheinlich irgendwie hier hoch. Hä? Wo geht's, wie geht's denn da hoch? Das ist ja jetzt belastend. Wahrscheinlich mit so einem Supersprung oder so. Die geben 6 Runen tatsächlich. Lol.
komme ich denn da hin? Das ist ja schade. Oder soll ich denn noch gar nicht hin? Kann ja auch sein, weiß ich ja nicht. Die machen da so einen riesen Berg hin. Mit krassen Sachen obendrauf. Und darf ich ja nicht hin. Finde ich ein bisschen frech. Ha. Oder gibt es denn noch einen Weg, den ich jetzt irgendwie nicht ganz gerafft habe? Ja, das war ja unter dem Berg. Ja, da ist ja unten drunter. Da war ja auch dieser eine Boss. Da ging es ja jetzt nicht weiter. Aber gibt es generell hier in der Nähe vielleicht irgendwo einen Weg nach oben? Weil ich habe keinen Plan. Da war nur ein Item. Aber wir sind ja hier noch weit darunter. Das muss ja irgendwie da hochgehen. It's you. Was machst du denn hier? Well, what do you make of it? What's happened to this village? I witnessed a sight much the same. The oppression of the weak. A waking nightmare. But this time, and though the suffering cannot be undone, justice to the oppressors, let the scars I carve remind them. Put this, and though the suffering can justice to the let the scars I carve. Hättest du mir bei dem Boss helfen können wahrscheinlich, ja? Toll. Okay, warte, ich gucke jetzt gerade in die Richtung. Wie komme ich auf diesen Berg drauf? Ha. Puh. Es muss aber doch irgendwo hier sein, oder? Wenn man hier nirgendwo hochgehen kann, wäre komplett sinnlos irgendwie. Hm. Jetzt komisch. Hier unten drunter macht es eigentlich keinen Sinn. Außer dass jetzt irgendwie so ein riesengroßer Weg nach oben, aber bezweifle ich jetzt einfach mal. Weil es echt weit ist. Nach oben. Aber irgendwie, ich muss es ja geben. Da muss ich ja irgendwas übersehen haben, irgendwas krasses. Ist ja jetzt schwierig. Und jetzt will ich da auch hin. Weißt du, jetzt wo es nicht geht, will ich da noch mehr hin. Okay, da sind Magier so random. Oh, wieder in diesem Kack-Seegebiet. Na, ich guck schon die ganze Zeit, ob da irgendwo vielleicht so ein kleiner Gang oder so ist. Da irgendein Fahrstuhl oder irgendwas, wie man da hochkommt, aber. Poh. Hoch? Vision hier von Stiller. Hm. Komisch. War das schon? Ach, hier ist die Gnade. Ja, macht Sinn. Ah, wie zum Fick kommen wir da hoch, Alter? Verstehe ich nicht. Also irgendwas ganz krasses muss ich ja übersehen haben oder so. Macht das sonst gar keinen Sinn. Aber es kann halt auch nicht zu krass versteckt sein eigentlich. Weil als ob da jetzt keiner der Spieler irgendwie so einfach hingehen kann. Irgendwas Offensichtliches muss es geben.
Oder darf ich da halt echt noch nicht reingehen? Kann ja auch sein. Weiß man ja nicht. Also hier im Wasser bin ich mir schon fast sicher, dass es da nicht ist. Kann ich mir irgendwie sau schlecht vorstellen, dass man da irgendwie hin muss. Moin Jungs. Ja, vor euch hatte ich mal echt Angst gehabt, weil ihr mich da so krass fertig gemacht habt. Na, die Zeit ist auch rum. Ob der Turm vielleicht sogar dafür relevant ist? Das kann ich mir noch vorstellen. Ich gehe nur ganz kurz ans Gnadendings heran, damit die Leute da wieder verschwinden. Wie geht's da hoch? Achtung, Schatztruhe. Links voraus benötigt. Springen voraus benötigt und dann Tür. Nicht jetzt? Lol. Oh, lol. Kampf zu Pferde voraus benötigt. Ja, zu Pferde ist jetzt hier gerade... Oh, das ist ein Item sogar. Lol. Achtung, Insekt. Okay, ich kann hier nichts anvisieren. Also, Insekt sehe ich jetzt hier nicht. Oder ich habe schon getötet. Das war dieses rollende Viech irgendwo wahrscheinlich dann, ne? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Hä? 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 Weiß ich nicht, okay. Da unten steht wahrscheinlich auch, dass da irgendwas Wertvolles oben ist oder so. Oder springen versuchen wahrscheinlich. Hoch versuchen, aber warum? Oh, lol. Okay, da müsste man so da reinhüpfen. Finde ich ein bisschen tief, aber... Wobei, geht hier, ja. Und da ist ein Item. Aber was für ein Item haben wir hier? Magiefett. Pech. Ja. War jetzt nicht ganz so spektakulär, irgendwie, wie ich gedacht habe. So, bringt uns das hier drin irgendwas? Geht so. Man kommt da auch auf diese Kirche drin, oder den Turm zumindest drauf. Was bringt uns das denn? Weil für irgendwas muss dieser Gang hier nach oben ja gut sein. Weil jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das hier so aufgebaut haben und es keinen Sinn hat. Man kann mit dem Pferd drauf, aber was bringt uns das? Ah, runter. Alter, du bist so ein kleiner Wichser da unten, ne? Oh, ha, du triffst mich nicht, ich dich schon. Geil, Mann. Okay, er ist gerade ein bisschen im Störungsmodus. Ich treffe ihn nicht, lol. Alter. Lol. Beim Springen schießt man ja schneller. Krass, man lernt nie aus. Geil, danke. Hat nicht funktioniert. Okay. Okay. Hier ist tatsächlich was drauf. Krass. Das ist auf jeden Fall unerwartet, dass es hier noch weitergeht. Die sind wahrscheinlich runtergejätet, die Jungs. Ah. Tschüss. Du auch? Was, wie siehst du denn aus, Junge? Oh, der hat auch reingehauen. Ciao. Lass mich raten, ein Speicherstein. Habe ich jetzt gar nicht erwartet. Ha. Huh. Gleiche Frage, wie komme ich da hin?
Also es gab ja für mich auf den Punkt, da würde ich sogar schon fast nachgucken, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es irgendeinen Weg gibt, wie wir hier hinkommen, außer jetzt hier in der Nähe irgendwo. Als ob wir, oder fliegen wir jetzt irgendwie von diesem Punkt aus da jetzt rein oder so mit irgendeinem Teleporter oder so, was weiß ich. Aber kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Wenn ich jetzt hier logisch die Wege verfolge, geht der eine hier runter, da können wir dann hier lang laufen. Vielleicht hier an der Bergkette so entlang, hier so an der Klippe. Aber da war ja Ende eigentlich. Hier ist ein Weg, der jetzt hier hingeht. Aber hier kommt man auch nicht hoch. Der Berg ist insane hoch. Hier ging es nirgendwo hoch. Das hier wäre der einzige noch logische Weg. Geht das? Weil irgendwie sah das für mich nicht so aus, als könnte man da hoch. Weiß ich nicht, du. Oder kann man? Nee, keine Chance, Junge. Das kannst du komplett vergessen, da kommst du doch niemals hoch. Okay, also hier geht nicht. Hm, da bin ich befragt, und zwar komplett. Da gucken wir nach. Wie heißt denn das jetzt hier nochmal? Das ist ja der Süden von Leonia, oder? Oder ist das... Nee, warte, das war Osten? Ja, das muss ja Süden sein eigentlich, ne? Ich würde sagen, das gucken wir nach, weil ich habe keinen Plan. Und ist jetzt wieder hier... Weißt du, das Ding ist immer so, ich versuche mal selber rauszufinden und wenn es nicht geht, ach, dann gucke ich im Wiki nach, einfach aus dem Grund, weil ich würde es uns stehen lassen. Und lieber mitnehmen und nachgucken, als nicht nachgucken und halt niemals machen. Wie heißt das jetzt nochmal? Leonia South einfach? Ah, of the Lakes war das genau. Leonia of the Lakes. Ja. South. Nee. East, West, North. Ja, East, West, aber North? Warum denn North? Dann ist das hier West wahrscheinlich. Dann ist das hier wahrscheinlich West. East, West, North, würde ich jetzt mal so sagen. Oder? Alter, sind das viele Sachen. Okay, ich mach mal ganz kurz... Ich minimiere mal eben kurz. Weil, es gibt ja doch bestimmt... Warte, ich nehme mich da sogar ganz kurz mit. Es muss da ja eigentlich... Warte... Elden Ring Wiki erstmal ganz kurz anmachen, dass ich euch nicht meinen Browser leer zeige, sondern direkt im Wiki. Excellent Browser, da habe ich es doch. So, gucken wir ganz kurz hier zusammen nach. Und zwar nach Leonia of the Lakes South. Ah, nicht, ist es nicht, South ist der West. Ist egal, machen wir das gleiche. Das müsste ja dann eigentlich West sein, gehe ich jetzt mal von aus. Das ist der Berg und die linke, diese Streifen da so. Ja, das macht Sinn. So. Wie kommen wir da hin? Puh, das hilft mir jetzt nicht. Hm. Maplink, bitte. Genau, das ist gut. Ich will einfach nur... Warte, ich... Guck nur nach unten auf... Also ich guck nur auf das Schema. Ich guck mir keine Items hier an. Will ich ja selber nicht sehen. So. Mein Problem ist, ich habe jetzt da oben links natürlich ganz viele Bilder gesehen. Es tut mir leid. Da ist ein Schmiedestein? Okay. Naja. Wie komme ich da hoch? Wie heißt das? Cathedral of Manus Seele. Manus, lol. Manus, der alte Sack. Alter. Wie nennt sich dieses Gebiet denn hier? Nein, nicht. Augen zu. Ich habe zu viel. Ich mache nur Mausrad nach innen. Okay, Augen wieder auf. Wo bin ich denn jetzt? Okay, eine Stufe raus. Wo bin ich? Das, hier. Das ist das Teleskop, das kenne ich. Okay. Hab ein bisschen zu viel gezoomt. Ich wollte jetzt, scrollt. Wollte jetzt nicht da gucken. Zoom, scrollen ist egal. Ja, wie komme ich da hoch? Verstehe ich nicht. Macht für mich jetzt keinen Sinn irgendwie. Ich bin ehrlich, ich habe jetzt leider gesehen, dass da Katakomben sind, weil da so viele Bilder waren. Ja, versuchen wir die aus. Wenn die nicht gehen.
weiß ich auch dann nicht weiter. Bin ich ehrlich. Dass da überhaupt noch was ist, hätte ich jetzt nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich, du. Ich dachte, wer der Kackbaum gut ist. Da war aber auch keine Statue, oder bin ich jetzt doof? Hä? Das ist jetzt auf jeden Fall verwirrend gewesen. War da echt noch was? Also wenn, muss es ja irgendwie richtig krass da unten drunter sein. Na, guck mal, hier ist auch keine Statue, ne? Siehst du, was ich meine? Da ist ein Weg unten. Erzähl keinen Mist. Wie kommt man denn da hin? Ey, wie hätte man denn darauf kommen sollen, dass da so ein Weg nach unten ist? Oh mein Gott. Okay. Das ist auf jeden Fall Next Level. Erkunden. Scheiße. Ich finde übrigens, diese Schädel, die auf dem Boden liegen, die könnten sich ruhig mal upgraden. So zu irgendwie Stufe 2 und 3 Runen irgendwie. Oh, 3 Knochen. Nett. Hoppala. Sammel ein, komm. So, okay, hier ist auf jeden Fall schon mal gar nichts. Nur der Dude. Danke. Aber der kann nichts. Da ist die Statue. Lol, ey, ist das halt. Aber gut, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, hier war ich noch nicht. Und ich hätte never ever diesen Weg in Betracht gezogen, um da hochzukommen, Leute. Okay. Ich wollte jetzt nicht nach Katakomben nachgucken. Ich wollte wissen, wie ich da hochkomme. Naja. Dann halt eben so. Warum sind hier 3 Nachrichten? Ja, liebenswert. Pech. Hey, der hat mir einen Bitch-Stab gegeben. Frech. Kriegsasche Schwerttanz. Aha. Die sind halt One-Hit, ist das lecker. So ein +11-Schwert ist geil. Krass, dass hier nochmal so ein Weg unten drunter ist. Nicht schlecht. Also das Map-Design ist echt krank hier, ne? Ohne Scheiß, ist echt heftig. Zeit für dieses Training, Vision hier von meinem Freund. Oder Freund, einfach nur. Mhm. Katakomben. Krasser Scheiß. Nicht Höhle, Katakomben. Höhle voraus. Hat ein Banause. Hallo. Oh, oh. Du-dum. Du-du-du-du-dum. Dum-dum-dum. Aber weißt du was? Wir haben gerade ein paar Seelen. Ruhen, meine ich. Oh, das geht von hier aus nicht. Mach das bitte nochmal. Ach, jetzt ist spontan Nacht geworden. Klassiker. Weil, wir können nochmal ganz kurz ein bisschen Waffen upgraden. Ja, hier die, guck mal, auf dem Bild sieht die so übel krass groß aus. Hab ich mir irgendwie anders vorgestellt. Naja. Ey, das heißt, die ganzen Ladebilder sind alle von Leonie of the Lakes, ne? Krass. Also es müssen bis jetzt echt viele gewesen. So, ich hätte hier mein Ushigatana Stufe 13. Das sind 6 Damage und insgesamt 12 Damage hat mehr pro Upgrade. Das ist echt gut. Puh, Alter. 10 weitere Steine Stufe 5 noch. Das ist krass. Und dann haben wir es auf Stufe 15.
Ja. Ja, ich könnte den Bogen machen, machen wir aber nicht. Weil ich bräuchte zwei fürs Katana und das Katana ist definitiv wichtiger. Nee. Dann zu den Katakomben. Ich finde, ich bin, also auch ganz ehrlich, ich finde, ich bin schon relativ gut im Erkunden eigentlich so. Ich versuche wirklich alles mitzunehmen, was irgendwie geht. Oh. Was ist denn hier passiert? Okay, meine Frage. Wenn Blutflecken tatsächlich diese Mechanik haben, dass man die wieder einsammeln kann, warum liegen denn hier Blutflecken neben der Gnade, während die das doch eigentlich jetzt genau hier einsammeln könnten? Okay. Ihr seid jetzt nicht an dem einen verreckt hier, oder? Da muss doch irgendwas Krasseres kommen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Danke, Kamera. Okay. Es sind trotzdem nur zwei. Hm. Okay. Ich kann jetzt schon Hebel ziehen. Das ist mal ein komplett neuer Aufbau auf jeden Fall. Okay. Weißt du was? Hab da einen guten Plan. Nofantos, Alter, der sieht auch geil aus, oder? Ohne Scheiß. Den nehme ich. Kann man eigentlich nur einen Gast herbeirufen oder geht das nicht auch? Ich dachte, es geht bis zu fünf. Also Spieler insgesamt. Aber guck mal hier rechts. Ich glaube, das funktioniert übrigens bei dem. Der müsste jetzt gerade laden oder so. Ja. Aber die anderen sind verschwunden. Nee, sind sie nicht. Hey! 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 Ich will noch ganz, bis der da hinkommt. Zu dritt können wir eigentlich mal reingehen dann. Okay, er scheint nicht zu kommen, dann hat er Pech gehabt. Ah, da ist er ja. Ich habe übrigens keine Ahnung, was jetzt ist, aber ich nehme einfach mal die beiden mit, die carryen mich schon. Der rast ja erstmal durch. Okay. Weggemoscht werden. Stab des Bewachers. Lol. Ja, das war wenigstens mal eine hilfreiche, unsichtbare Wand. Hier ist eine Falle. Wow. Lol. Okay, der eine hat gerade reingehauen. Nee, doch nicht. Ist zwar ein Bait, aber ich habe Verstärkung dabei. Also ist mir egal. Wie geil das ist, ey. Einer für jede Seite so. Asche der Soldaten von Raya Lucaria. Okay. Wo muss ich hin? Ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht wohin. Okay, nur Phantos ist raus, aber der ist jetzt wirklich raus. Du sagst, ich soll da lang gehen. Ich weiß nicht wohin, Kumpel. Hoppala. Entschuldigung. Du sahst so aus, als wolltest du jetzt irgendwie hingehen. Ach, wir sollen zurück? Wir holen mal einen neuen. Zurück? Hä? Wohin?
Ich verstehe den Weg nicht. Oder kann ich den hier aufmachen? LOL. Ich hätte erstmal erkunden sollen, bevor ich mir Leute dazu hole, oder? Ich kenne halt den Weg hier nicht. Runenbogen. LOL. What the fuck? Okay. Die mögen anscheinend sehr gerne, Dingens. Ah, hier ist der Boss. Ah. Kommst du? Kommst du? Hallo? Der ist in die Falle gelaufen. Hat er den Weg nicht gesehen? Müsste ich nicht den Boss besiegt haben, um das schon zu wissen? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, man kann nur helfen, wenn man dem... Mildred haut rein. Aber noch ist sie da. Nee, jetzt ist sie weg. Ja, cool. War eine sehr große Hilfe auf jeden Fall, Jungs. Ich kannte das halt hier nicht, ne? Robo-Kitty nehme ich mit. Ich will zumindest zwei Kumpels mitnehmen. Ich will jetzt mal einfach mal den Boss richtig mal einfach nur komplett wegrapen. Ja? Das ist mein Plan. Weil es wird eh wieder ein Katakomben-Boss. Wird eh wieder ein Katakomben-Boss. Das heißt, es wird eh wieder diese komische Katze sein. Sehr wahrscheinlich. Die da so ein bisschen Stop-Motion-mäßig aussieht. Okay. Wieso geht denn das jetzt nicht mehr? Steam ist aber noch da, ne? Ja, wird schon. Sonst wäre ich eh rausgeflogen. Heroic Nerd. Na, komm mal her, du heroischer Nerd, du. Ja, bei dem scheint es zu klappen, glaube ich. Aber warum sind die denn alle hier gestorben? Willst du mir echt erzählen, dass die alle an diesem einen Gegner gestorben sind? Kann doch gar nicht. Was sind denn das für Lappen dann? Komisch. Naja. Ein Typ ist da. Hey! So, dann lass einfach mal zum Boss gehen. Wenn da kein anderer da ist, will ich ihn jetzt noch nicht warten lassen. Das wäre gemein. Dann gehe ich mit ihm direkt hier durch. Ich habe zwar gar keine Ahnung, was mich erwartet, aber es wird eh entweder diese Katze oder irgendein anderer kleiner Boss sein. Aber die Katakomben hatten bis jetzt eigentlich mal Bosse gehabt, die eigentlich in Ordnung sind. Ist das eine Aufruf? Okay, er kommt. Ich warte noch ganz kurz, bis er da ist. Erst noch ein paar Sachen zünden, weißt du, und dann reingehen. Na, es ist die Katze. Geisterschnecke. Okay. Was tut er? Okay. Cool. Was macht er denn? Ach so, lol. Hä? Was macht der denn da? Der hat ja Stecken getötet. Und hat übelst Damage geknallt. Ich hätte jetzt mal nicht sterben sollen, sonst wäre es echt ärgerlich eigentlich, ne? Machst du nichts? War ein cooler Boss? War nur ein bisschen unvorsichtig. Weil ich echt mich ein bisschen auf was anderes konzentriert habe, leider. War zu unvorsichtig. Das war's auch. Die Verbündeten kriege ich nur einen Pfahl oben, oder wie ist das? Ah. Aber jetzt leben die wieder, die Scheißviecher, ne? Ich hole mir trotzdem Verbündeten. Irgendwie hab ich da Bock drauf. Aber ein cooler Boss vom Aussehen her auch wieder, ne? Also visuell sind die Bosse hier sowieso insane. Hätte ich eigentlich auch oben spawnen können, ey, ohne Scheiß. Wer da steht. Was war das denn, Junge? Wie er hingefallen ist.
ob ich ihn backstaben kann? Okay, er ist auch ein bisschen verwirrt. Aber sind die alle dann an denen gestorben? Das ist ja schlecht. Ja, Kumpel, ich will jetzt mal ein paar Leute beschwören hier. Jawohl. Sauroff, den haben wir noch nicht gehabt. Den nehmen wir. Lässt dich nicht herbeirufen, kein Problem. Nehmen wir Dagda. Ich muss eigentlich nur beleben. Eigentlich muss ich die den Job machen lassen. Das ist eigentlich viel klüger. Total dumm eigentlich, dann da hinzugehen und selbst zu kämpfen. Oder zumindest so aggressiv reinzugehen. Boah, das Rufungssystem ist aber auch echt sehr langsam aufgebaut. Holy shit. Dass ich hier nicht jetzt schon sagen kann, ich rufe jetzt noch einen zweiten dazu oder den dritten, vierten oder so, das ist ja... Jetzt müssen wir warten, bis er spawnt. Ey, wie viele Leute hier auch gerade stehen, ne? Krass. Cool. Boah, ich muss direkt mal meine Rüstung ändern. Diese Samurai-Rüstung ist zwar eigentlich ganz cool, aber irgendwie finde ich sie mittlerweile langweilig. So. Wahnsinn. Dann bereiten wir uns mal ganz kurz vor und machen mal hier die Dings rein. Hello! Machen wir jetzt mal da rein. Weil es witzig ist. Ja, die finde ich irgendwie unnötig. Machen wir hier. Machen wir Hello rein. Und da. Machen wir Dank oder wunderbar? Danke rein. Millicent. Millicent. Ja, komm mal her. Lässt sich nicht herbeirufen. Teil 624. Ey, wir gönnen uns einfach mal. Einfach. Ich will am besten. Ich will zwei Helfer haben, mit denen ich zusammen den Boss rapen kann. Richtig. Ich will einfach richtig reingehen mit denen. Ja, ich trinke irgendwas, bis wir hier weiter dingsen können. Du. Dauert ja. Ärgert mich halt ein bisschen für den anderen Typen. Ich bin einfach gestorben, während er mir voll gut geholfen hat eigentlich. Sah aber erst komisch aus, als ob er sich vom Kampf drücken wollen würde, ne? So sah es echt erst aus. Warte, einen nehme ich noch. Dann komm mit, Kumpel. Okay, beim anderen scheint es gerade sogar tatsächlich zu funktionieren, dass der mitkommt. Aber der weiß ja eh, wo der Boss ist, denke ich mal. Weil die müssen ja, so viel ich das verstanden habe. Hä? Meister? Ja, wollt ihr jetzt mitkommen oder nicht? Ist das ein random Haufen, ey? Ja, die müssen aber eigentlich wissen, wer der Boss ist. Ich gehe da mal rein. Lol. Der ist fix. Warte. Alter, wie viel Damage das die gemacht hat, krass. Hier ist er hingelaufen, ne? Okay, er hat die. Da kann der Boss mich mal bitte nicht stören. Haben wir? Okay. Geil. Ui. Na komm hier. Thank you. Aber noch kurz verbeugen, weil es nett.
Hier kriegt man die Geste der Ring. Okay, er geht. Das war eigentlich, ist eigentlich ein echt geiler Boss gewesen. Cool. Ah, stille Verbündete. Alter, wie viele Leute hier gestorben sind. Aber kann ich verstehen. Der ist echt nicht ohne gewesen. Krass. Ein cooler Boss. Mein Problem ist nur, die Katakomben haben mich jetzt nicht dahin geführt, wo ich das wollte. Das ist jetzt ärgerlich. Ich sag's, wie es ist, du. Ist zwar schön und gut, ne, aber irgendwie hilft mir das nicht. Tja. Habe ich eigentlich genug? Pff, 6000. Die Bosse sind halt so lächerlich hier, ne, irgendwie. Wie komme ich da hin? Irgendwie da oben hin. Aber wie sind eigentlich die ganzen Leute gestorben? Ganzen Lappen, ey. Ja, warte, ich mach mal ganz kurz nochmal hier Excel für euch, ne? Weil, geht so. Wie komme ich da hin? Ich gucke jetzt einfach mal nach... Was ist das hier hinten? Ringleaders Evergaol. Achso, das sind so komische Aschen. Ja, gut. Wie heißt das hier nochmal? Cathedral of Manus Celes. Da mache ich das Ganze hier mal kurz doppelt auf. Warte, ich mach mal ganz kurz das hier. Cathedral of Manus Celes. Wie komme ich da hin? In the southwest, high above the plateau. This location is accessible only after you have made significant progress in Rani's questline. The only way to this location is by taking an elevator after killing Astel. See her page for details. Rani. Ach, die! Boah! Jetzt, ich weiß nicht, was sie gesagt hat. Das ist schon ewig her. In Church of Elle, da habe ich sie gesehen. Und das war auch das Einzige. She will be found in Leonia at the top of Rani's Rise after defeating the Royal Knight Loretta. Royal Knight Loretta, okay. Rani's Rise. Da ganz oben. Ach, so ein Ding ist das. Ja, wow. Okay, cool. Okay, gut, dann kommen wir da also offensichtlich. Also es ist gar nicht gewollt, dass wir da hinkommen. Ach, jetzt habe ich vergessen, die Szene umzuschalten. Jetzt bin ich immer noch in Browser-Szene. Warte. Tagstuhl-Szene. So. Ja, okay, dann... Das kannst du auch nicht wissen. Das heißt also, hier oben hingehen können wir eh vergessen. Das ganze Plateau ist quasi abgesperrt. Ja, dann gehen wir jetzt mit ganz komischen Landstrich hier weiter, ne, würde ich sagen. Bis wir dann da oben ankommen. Das ganze Ding machen, weil anscheinend saß die da. Okay. Junge, als ob ich das jetzt... Aber ganz ehrlich, ist doch wohl logisch, dass man erstmal irgendwie versucht, irgendwie hier drauf zu kommen, als jetzt irgendwie ans Ende der Karte zu gehen, oder? Oder sehe ich das falsch? Vor allem, wenn dieser Hauptweg dahin führt, durch diese Linien hier, der offensichtlich sagt, ey, du sollst dahin gehen, dann geht man ja genau deswegen nicht dahin. Oder? Naja. Dann tippen wir uns dahin und ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.